Wir begrüßen Randy Bürgelsbacher hier bei Fahrtleck, ein Name, der nicht fehlen darf. Randy, du bist hier Vorlauf gelaufen, 800, leider ausgeschieden, wie lief's? Wie erwartet, sag ich mal, aber ich hatte so viel Trainingsrückstand durch das halbe Jahr Verletzungspause, dass ich aber trotzdem mit meiner Saisonbestleistung heute eigentlich zufrieden sein muss. Sehr schön. Jetzt habe ich in den letzten Monaten in Berlin dich öfter mal gesehen, U-Bahnhof, und dann dachte ich mir, Randy, was macht Randy in Berlin? Ich studiere jetzt Wirtschaftsinformatik auf dem Master. Bis 2015 geht das und klemme ich mich jetzt dahinter und will natürlich in Berlin Sport auch noch zeigen, was ich kann. Also bleibst du auch noch ein paar Jahre in Berlin? Ja, ich wohne jetzt bei Tim und Schenk im Haus und das klappt natürlich super auch von der Trainingsgruppe her und dann macht das auch richtig Spaß hier. Also quasi ein Athletenhaus. Wie ist das Zusammenleben da mit anderen Leistungssportlern? Pusht man sich, motiviert man sich? Ist auf jeden Fall schön. Man macht viel zusammen, auch außerhalb des Sports. Und klar, Dauerläufe und Training sind wir sowieso alle im gleichen Verein. Und so wie es aussieht, kommt jetzt auch nochmal ein neuer zu uns ins Haus. Also das wird wunderbar laufen so. Darf man den Namen erfahren? Jens Alban von Uerdingen-Dornheim. Dann müssten wir da eigentlich mal vorbeikommen. Sind wir mal eingeladen? In die Casa del Sachsenwald, wie sich schon so langsam etabliert. Ah, es gibt also auch schon einen Namen. Ja, klar. Also du bist glücklich und denkst, dass es wieder Richtung Bestzeit laufen kann? Ja, ich habe es ja vor. Also im Winter will ich nochmal richtig angreifen. Nächstes Jahr wird dann das letzte Studienjahr. Da kann man nochmal richtig was machen. Und Bestzeit wäre schon nochmal ein großes Ziel nächstes Jahr. Dann wünsche ich dir viel Glück. Dankeschön.